Herzlich willkommen zur Pressekonferenz nach dem Heimspiel des SV Jahren gegen den 1. FC Köln vor ausverkauftem Haus. Heute sind wie immer beide Cheftrainer hier und Herr Anfang, ich darf Ihnen zunächst zum Sieg gratulieren und Sie dann um das erste Statement zum Spiel bitten. Ja, danke schön und guten Abend zusammen. Ja, wir sind gut in die Partie reingekommen, war aber auch das für uns schwere Auswärtsspiel, was wir auch im Vorfeld wussten. Eine Mannschaft, die sehr aggressiv verteidigt, vorwärts verteidigt, stark im Gegenpressing ist. Das war ein sehr intensives Spiel von der ersten Sekunde an. Wir wussten halt, wenn wir die Pressinglinie mal überspielt haben, dass wir dann vielleicht zu Torschancen kommen. Das haben wir ganz gut gemacht. Wir gehen dann auch in Führung schon recht früh mit einer guten Aktion, wo wir uns auch gut durchspielen. War klar, wenn du wenig Kontakte dann brauchst, keinen Zugriff gewährst, dann kommst du auch hinter die Pressinglinie. Haben da, glaube ich, in der ersten Halbzeit noch 2-3 Möglichkeiten gehabt, vielleicht das eine oder andere Tor mehr zu machen. So die Szene von Simon, wo John den querlegt, wo Dominik und Simon im 16er sind. Da hätten wir vielleicht schon das zweite machen können. Und dann machen wir das zweite. Aber es war immer so, dass Regensburg immer gefährlich war, viele lange Bälle vorne reingespielt hat und mit viel Wucht nach vorne gespielt hat. Und das hat uns auch in der zweiten Halbzeit erwartet. Und dann wurde es dann auch ein Kampfspiel. Und so Spiele können dann auch kippen. Gerade wenn du dann in der Phase, wo wir das 2-1 bekommen haben, wenn dann vielleicht eine längere Zeit 2-1 steht, dann kann bis zum Schluss immer noch alles passieren. Aber wir haben direkt im Gegenzug haben wir das 3-1 gemacht. Das war für uns natürlich sehr, sehr wichtig. Vor allem die Art, wie wir das dann auch gemacht haben, dass wir nicht einfach blind draufhauen. Das war schon richtig gut gemacht, gerade von John vorher und dann von Dominik. Dann sind wir mit 3-1 in Führung und dann war es für uns immer noch schwer, das Ganze zu verteidigen. Viele lange und hohe Bälle, 2-3 Situationen, Hand, glaube ich, und einmal, glaube ich, abseits. War vielleicht auch das Quäntchen Glück auf unserer Seite, aber insgesamt muss ich meiner Mannschaft ein Kompliment machen. Wir haben uns gut dagegen gewehrt, wir haben die Zweikämpfe angenommen und hier ist es auch sehr, sehr schwer, Spiele zu gewinnen. Und nicht umsonst hat Regensburg die letzten 10 Spiele nicht verloren und immer wieder gepunktet und das haben wir heute auch gemerkt. Aber ich bin froh, dass wir heute hier 3 Punkte mitnehmen. Alles Gute dem Jan und ich hoffe, dass ihr eure Punkte noch holt, aber bitte nicht gegen uns. Dankeschön. Danke, Anfang. Achim, deine Einschätzung? Ja, ist natürlich schon, wenn man so ein intensives Spiel erlebt, dann ist man natürlich schon enttäuscht, wenn man am Schluss mit leeren Händen dasteht. Ich finde, da kann ich ein ganz, ganz großes Kompliment der Mannschaft nur ausstellen, dass sie alles investiert hat in dieses Spiel, dass wir immer daran geglaubt haben, dass wir dieses Spiel auch tatsächlich wieder drehen können. Denn natürlich ist so ein 1-0, wie es da in aller Schnelle rausgespielt wurde mit Tiefgang von Terodde, natürlich schon ein Treffer für uns. Das wollten wir eigentlich vermeiden. Ja, es ist kein Ziel für uns, immer wieder zurückzukommen, sondern wir wollten eigentlich die Null auch hinten stehen haben. Aber da sieht man natürlich die individuelle Klasse auch beim zweiten Tor und auch bei den von Markus gerade angesprochenen weiteren Situationen. Da sieht man natürlich, wie schnell das dann geht mit Cordoba, Terodde, Drexler und auch mit den anderen Jungs, die da nachschieben. Aber das wussten wir ja und trotz alledem haben wir auch selber gute Aktionen gehabt, haben 2 Tore geschossen, die nicht gegeben wurden. Ganz, ganz bitter war natürlich in der zweiten Hälfte, wo wir auf ein 4-3-3 umgestellt haben, damit wir Conciello auch besser in den Griff gekriegt haben. Dort haben wir auch den Ball erobert dann letztendlich zum 2-1, ein überragend durchgespieltes Tor, wie ich meine. Haben wir einen guten Zugriff gehabt, aber das direkt nach dem 2-1 natürlich das 3-1 fällt. Und ich meine, Markus, du sagst, der präziser Schuss, also für mich war er abgefälscht und ging an die Latte. Ich meine, der hätte natürlich auch gleich reingehen können, das stimmt, aber ein bisschen Quäntchen Glück gegen den 1. FC Köln, den brauchen wir natürlich schon, wenn wir irgendwas punkten wollen. Aber dass er dann natürlich gleich wieder, und ich habe Dominik gerade gesehen, ja, irgendwie riecht er ja die Situationen auch, dann ist er natürlich gleich da und sieht, dass Bene Salah nochmal mit einer Grätsche klären will und macht es natürlich überragend, dass er uns da gleich das 3-1 wieder gibt. Und trotz alledem hat die Mannschaft auch mit dem 3-1, hat sie immer daran geglaubt, dass wir dieses Spiel noch drehen können. Und ja, ein Quäntchen, mein Co-Trainer sagt gerade, das war gleiche Höhe, aber auch da, es klingt natürlich für uns schon ein bisschen unglücklich, die ganzen Schiedsrichterentscheidungen, aber auch da, ich denke mal und gehe ganz schwer davon aus, dass der Schiedsrichter mit bestem Wissen und Gewissen in seine Pfeife da rein bläst. Und für uns war es halt schon, ja, die Entscheidungen sind nicht gerade für den SSV Jahren jetzt gefallen. Ich sag mal, mit dem 3-2 oder
Ja, dann hätte man natürlich da schon nochmal ein bisschen was entflammen können, auch mit unseren Fans. Insgesamt sind wir natürlich enttäuscht, das ist klar. Also das wäre auch Wahnsinn, wenn nicht, weil wir wollten hier Punkte in Regensburg behalten. Auf der anderen Seite müssen wir genau mit der Art und Weise, mit der Intensität, mit dem Invest in jedes Spiel reingehen und dann werden wir unsere Punkte holen, da bin ich völlig überzeugt. Euch nach Köln einen schönen Nachhauseweg und Ihnen ein schönes Wochenende und wir müssen durchschnaufen. Dankeschön. Gibt es noch Fragen? Felix Gruner, bitte beginnt. Ja, Bernhard, Sie sind nach Schlusspfiff, sind Sie mit dem Schiedsrichter hinterher gesprintet, wenn ich es richtig beobachtet habe. Können Sie uns bitte aufklären, was da los war? Ja, wir sind ja angehalten und das möchte ich praktizieren, weil wir sind angehalten, uns zu bedanken aus Fairplay-Gründen für die Leitung dieses Spiels. Wenn aber ein Schiedsrichter natürlich gleich weggeht und den Platz verlässt und ich von ganz drüben halt dann hier irgendwie rüber muss, dann wollte ich ein bisschen schneller. Ich war jetzt gerade nochmal in der Kabine und habe das nachgeholt und es ist alles gut, ja, dass das unglückliche Entscheidungen sind, das habe ich gerade schon gesagt, dass wir da ja, vielleicht auch nicht in dem Moment emotional nicht happy damit waren, weil wir wollten ja hier was behalten. Jetzt behalten wir halt nichts hier. Aber das ist nur aus Respektgründen gewesen. Also ich wollte nichts anderes. Er hat es falsch interpretiert. Er dachte, ich, gut, wenn ich so schnell anlaufe, ist das natürlich vielleicht auch nachvollziehbar. aber ich wollte mich nur respektvoll von ihm verabschieden. Aber habe ich das richtig beobachtet, dass er zuerst den Handschlag mehr oder weniger verweigert hatte? Es ist nicht zum Handschlag gekommen, weil er es ja falsch interpretiert hat. Wir haben den aber gerade nachgeholt. Alles gut. Super, danke. Lassen wir es bei den persönlichen Worten zum Ende. Ja. Dann ist Weihnachten oder was? Na, Weihnachten okay. Noch nicht ganz, aber trotzdem, nachdem es das letzte Heimspiel war, auch wenn nur zwei Spiele ausstehen, ein paar Worte zum Ende schon noch. Vielen Dank an Partner und Fans für die Unterstützung in diesem Jahr. Achim, auch in deinem Namen mit Sicherheit. Und auch Ihnen, liebe Medienvertreter. Einige werden wir noch sehen die nächsten Wochen, aber auch vielen Dank für die gute Zusammenarbeit in diesem Jahr. Und unseren Gästen natürlich am Ende auch noch eine gute Einreise und gute letzten Wochen in diesem Jahr. Gutes Restwochenende.